Herzlich willkommen zurück hier bei Stranded Deep, Staffel 4. Und das Essen ist gleich fertig. Da schau her. Ah, ich habe mir gerade schon mal hier ein bisschen Fisch organisiert zum Futtern. Mal gucken. Ja, Hunger hat man. Ja, einer geht noch. Jawohl. So. Und ein was zu trinken gibt es auch. Okay. Ich habe mir gerade überlegt, dass eine Water Still alleine ja nicht ausreicht. Da sollte ich vielleicht gleich noch eine neue bauen. Ja, dann schauen wir mal. Wir brauchen dazu drei Steine noch und einen Stoff. Also ein Stoff. Eins, zwei, drei. Und einen Stoff. Dann brauchen wir noch so ein Palmwedelgedöns. Wo habe ich denn das? Habe ich da nicht noch eins übrig gehabt? Ne, scheinbar nicht. Dann müssen wir noch uns ein... Tja, da bleibt uns nichts anderes übrig. Dann müssen wir wohl noch einen Baum fällen. Ah ne, da liegt noch was. Guck, da zack, zack. Sehr gut. Okay, man kann auch die Dinger hier nehmen, um die Water Stills zu befüllen. Zack, und die wachsen ja auch irgendwann wieder nach. Also das ist in Ordnung. Gut, was brauchten wir noch? So eine Coconut Flask. Oder beziehungsweise eine Empty Coconut, oder? War das die Empty Coconut oder war das die Flask? Ne, wir brauchen die Flask tatsächlich. Das bedeutet aber, dass wir eine frische Kokosnuss brauchen. Tum, 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 tum. Auch ganz so hoch wollte ich jetzt nicht klettern. Da ist doch eine. So, eine Coconut. Nein, runter. Hoppala. So, ja, das habe ich vielleicht das letzte Mal gar nicht erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mich jetzt für den Female-Charakter entschieden, also für die weibliche Figur. Einfach mal, um zu sehen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt oder ob sich da irgendwas ändert. Aber sieht nicht so aus bis jetzt. Okay, eine Coconut Flask brauchen wir jetzt erst einmal. Badam, bam, bam. Haben wir. Und jetzt können wir eigentlich eine Water Still bauen, oder? Jawohl, da ist sie. Und die sitze ich gleich daneben. Ja, badam, bam, bam. Jetzt würde ich die noch drehen. So. Et voilà, eine zweite Water Still. Ich werde dann gleich mal befüllen. Eins, zwei, drei. Siehe da, das funktioniert auch. Hier habe ich noch eine volle Flasche, die habe ich ja das letzte Mal schon voll gemacht. Ja, jetzt dürfen die erstmal arbeiten. Wir sind soweit fit. Sun Protection Factor habe ich keinen, aber ich denke, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt will ich euch erstmal zeigen, was ich jetzt so gemacht habe. Ich habe aufgeräumt, wie angekündigt. Hier ist das Holz, hier sind die Planken. Hier unten ist der ganze... Blechschrott. Den habe ich hier mal gesammelt. Dann habe ich auf der Insel alle Ziegel zusammengesucht, die ich finden konnte. Das ist schon mal etwas. Das reicht für ein paar Foundations. Ich kann das aber noch nicht bauen, weil dafür brauche ich erst den nächsten Level Craftsmanship. Und zwar den Level 4. Nein, nee, sogar den Level 5. Haha, den Level 5 brauche ich erstmal. Vorher kann ich das gar nicht benutzen. So, dritter Tag überlebt. Jetzt wissen wir es alle ganz genau. Sehr gut. Okay, ich würde jetzt einfach mal die Zeit nutzen und vielleicht mal ein bisschen nach Wracks tauchen, beziehungsweise vielleicht auch nach Haien Ausschau halten, um mir den Jagdskill ein bisschen zu verbessern. Aber ich habe gar nicht so wahnsinnig viele Speere eigentlich. Naja, ich gucke mal. Erstmal muss ich sehen, wo überhaupt die Haie sind. Eigentlich sollten die hier direkt unmittelbar an der Küste rumschwimmen. Aber ich habe jetzt noch keine gesehen. Deswegen würde ich jetzt erstmal versuchen, dass ich zu diesem Wrack da vorne komme. Da schwimme ich jetzt einfach mal hin. In der Hoffnung, dass mich der Hai nicht erwischt. Zumindest sieht im Moment alles ganz friedlich aus. Ach, guck mal an, da ist ein Blech. Das packen wir gleich ein. Oh, und da ist sogar ein... Sehr gut. Ziegelstein. Und da ist auch was. Oh, ich hätte mir vielleicht eine Sauerstoffflasche mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. So,
ist hier noch was irgendwie an Deck? Ah, dieser große Fisch. Den muss ich mir noch angeln. Ach, guck mal an. Fischschwärme. Das sieht doch toll aus. Also es sieht fast so aus, als hätten die hier beim letzten Patch tatsächlich was geändert. Ach, guck mal, das sind lauter Doris. Ha! Lauter Doris. Süß. Okay, mal Luft schnappen. Jetzt gehen wir da mal rein. Ja, und da ist doch schon unsere erste Kiste. Luft schnappen. Was ist da drin? Oh, zwei Seile und eine Ration. Motorteil. Diesmal müssen wir so ziemlich alles sammeln, weil wir haben ja noch nichts. Ah, da gibt es noch einen Ziegel. Okay, dann schwimmen wir da mal rein. Da sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Nope. Hier ist nichts drin. Sehr schade. Tja, hier unten, da ist noch ein Blechschrott. Den sammle ich ein. Okay, diesen Hai kann man nicht, scheinbar nichts mit anfangen. Aber dann greift er einen wohl wahrscheinlich auch nicht an. Weil ich kann... Oh, schnell auftauchen. Uiuiui, huh. Fast ertrunken. Also die bösen Haie habe ich noch nicht gefunden. Ich vermute mal, dass ich da wohl doch mit einem Floß rausfahren muss. Aber gucken wir mal hier auf dem Grund, da liegt ja noch eine ganze Menge rum. Guck mal hier, zack. Noch einen erwischt. Da ist eine Schildkröte. Da schwimmt sie. Ich sammle jetzt einfach weiterhin ein, was so hier auf dem Boden rumflackt. Wenn ich was finde, nehme ich es mit. Ach, guck, da ist noch so ein Blech, versteckt sich. Okay. Hier ist auch ein Teil eines Wracks. Mal schauen, ob hier noch irgendwas rumliegt. Nee, sieht nicht so aus. Aber hier ist auch nichts. Also hier liegt nichts rum. Aha, komisch. So, ist hier irgendwas? Ne, da ist der Abgrund. Da schwimmen wir mal nicht hin. Ach, das ist echt blöd ohne diesen, ohne Sauerstoffflasche. Oh, guck mal an. Da versteckt sich eine Planke. Und da ist noch so ein Blech. Also, Blech ist ja super. Ach, guck mal. Luft schnappen. Da ist eine Speargun. Oh, ich bin schon voll. Na gut. Also, hier liegt noch eine Speargun im Wasser. Aber ich weiß, dass hier auf irgendeinem Felsen noch so eine rumliegt. Das größere Problem sind eher die Pfeile. Die werden wohl wahrscheinlich nicht... Da werden nicht so viele hier rumfliegen. Ich weiß aber, dass hier irgendwo noch eine rumliegt. Ich glaube sogar hier oben drauf. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, habe ich es in der letzten Folge die schon abgeholt oder nicht? Weil ich bin rumgerannt und... Ja, ich glaube, ich habe sie schon geholt. Ach nee, Moment, da oben lag sie drauf. Auf diesem Felsen. Ja, dann habe ich sie bestimmt schon geholt, oder? Ja, die habe ich schon geholt. Dann liegt die vorne schon irgendwo rum. Weil hier oben lag immer eine. Mit einem Pfeil auch. Ich habe auch da drüben, hier an dem Steinhaufen, da habe ich die Angel gefunden. Und ja. Und dann lade ich jetzt erstmal ab. Okay, wieder zurück. Ich habe mir ein paar Flaschen geholt, damit ich auch tauchen kann. Und länger tauchen kann. Deswegen... Ach, guck mal, da klemmt ein Fisch fest. Ich glaub's ja nicht. Na gut, wenn der da festklemmt, kann ich mir den ja später sicherlich holen. Easy, easy money. So. Muss ich mal gucken, wie das hier in dem Schiff gleich nochmal war. Das ist die kaputte Tür. Okay, da gibt es Material. Da gibt es auch Material, das ist sehr gut. Sonst ist hier nichts weiter. Das ist eine kaputte Tür. Da geht es nach oben. Oh, jetzt sind wir an Deck. Okay, alles klar. Aber hier gibt es ja nichts. Ah, doch, eine Kiste gibt es da. Guck an. Ach, weiter, weiter, weiter. Da ist nichts. Hier gibt es auch irgendwo einen Gang nach unten irgendwo. Was ist hier? Wo ist denn der Eingang?
Da ist der Eingang. Mist, die Tür ist kaputt. Das heißt, da komme ich gar nicht raus. Und hier gibt es aber sonst nirgendwo einen Eingang. Ach, das ist ja doof. Ich glaube, das ist reiner Zufall, wann eine Tür kaputt ist und wann nicht. Das wird scheinbar jedes Mal wieder neu generiert. Na gut. Wir gehen erstmal nach oben. Schon wieder eine kaputte Tür. Da komme ich nicht vorbei. Eieiei. Da will ich nicht rein. Da komme ich gerade her. Ich will da oben rein. So, da ist eine Tür. Die funktioniert. Sehr gut. Da sind wir auch schon. Motorteile, Beschriftungsgerät. Ach, das ist ja sehr gruselig. Es wird schon wieder völlig überladen. Na gut. Gucken wir mal, was da drin ist. Da passt das noch mit rein. Passt das noch mit rein. So. Noch Platz für eine weitere Sache. Dann gehen wir erstmal nach oben. Gibt's hier irgendwas? Hallo, gibt's hier irgendwas? Ah, Schränke. Seil, Leder. Oh, Leder ist gut. Ja, ich glaube, da muss ich mehrfach kommen für das Schiff. Das dauert ein Weilchen, bis ich das ausgeräumt habe. Ich mache das jetzt erstmal und dann sehen wir weiter. Das habe ich letztes Mal gar nicht mitbekommen, dass man hier diese Leiter an dem Masten hochklettern kann. Aber ich glaube, irgendwas stimmt da nicht. Ich komme da nicht rein. Oder doch? Ah ja, doch. Ja, ist noch ein bisschen glitchy. Das stimmt alles noch nicht so ganz. Aber hier gibt es auch zwei Kisten. Da. Ja. Tja, jetzt müssen wir wieder runter. Oh oh. Oh oh. Ja, das war alles andere als gut. Aber okay, macht ja nichts. Oh weia. Also, um dieses Schiff auszuräumen, glaube ich, braucht man wirklich einen ganzen Tag. Nicht nur einen ganzen Tag, braucht man wahrscheinlich mehrere Tage sogar. Okay, ich räume das erstmal wieder auf und dann wird es mal wieder... Ach nee, gegessen habe ich ja schon. Das heißt, ja, aufräumen, schlafen, auf einen neuen Tag warten und weitermachen. Okay. Ja. Ich habe doch einiges mittlerweile zusammengesammelt. Ich muss auch noch mehrfach in das große Schiff rein und es gibt auch noch andere Wracks, die tauche ich dann noch ab und sammle mal alles ein, was sich hier im Umkreis der Insel befindet. Aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich habe ja noch das Rohleder oder die Haut, ne? Von den, was habe ich denn da eigentlich gefangen gehabt? Gleich in der ersten Folge oder lag das irgendwo? Ah nee, das lag hier rum, genau, das habe ich eingesammelt. Das ist nicht durch Jagd, das war ja schon auf der Insel. Deswegen, das möchte ich ja gern verarbeiten zu Leder. Na, hier. Und dazu muss ich noch ein bisschen was bauen. Und zwar, was brauchen wir ja? Das entsprechende, also hier für Stoffe, das kann ich auch noch bauen. Wie nennt sich das? Ich hab's vergessen. Egal. Aber das Tanning Rack, das brauche ich. Da brauche ich erstmal 4 Holz. 1, 2, 3, 4. Und dann bauen wir das Tanning Rack. Jetzt müssen wir nur gucken, wo packen wir das denn mal hin? Vielleicht hier irgendwo an den Rand. Neben die Feuerstelle. So. Da stört es nicht. Da liegt es nicht im Weg. Und da kann ich jetzt hier Leder craften. Perfekt. Dreimal Leder. 1, 2, 3. Mal gucken, ob der Schlafsack schon funktioniert. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das schon geht. Doch, das geht schon, tatsächlich. Da brauche ich Level 3, bin ich schon. Also brauche ich wieder Holz und Leder und Stoff. Da brauche ich aber erstmal meine Axt. Oh, ich habe noch einen Stein in der Tasche. Weg damit. Ich brauche Holz. Mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Und da haben wir auch schon den vierten Tag.
Aber ich brauche doch nicht so viel Holz. Wieso brauche ich denn 4 Holz? Brauche ich 4 Holz? Ne, 3 Holz brauche ich. Wieso brauche ich denn für einen Schlafsack 3 Holzdinger? Naja, gut. Stoff kann ich ja verstehen. 1, 2, 3. Und Leder. Wie viel waren das? Auch 3 Leder. Na gut, ist egal. Kann ich gleich hier so. Zack. Ein Hölzchen hier. Das tun wir hier rein. Füllen das nochmal auf. Schaut hungermäßig aus. Passt. Wasser brauchen wir. Ach ja. Bin gerade ein bisschen rumgelaufen und habe hier die Yucca-Palmen abgeerntet. Jetzt weiß ich auch, warum das eigentlich geschickter ist, diese Dinger von den Yucca-Palmen einzusammeln, statt diese Palmwedel von den Palmen runter zu gruscheln. Weil nämlich, jetzt pass auf, jetzt kommt der Knaller. Von den Palmwedeln kann ich immer nur 4 in einen so einen Slot reinschmeißen. Von diesen hier 24. Ich brauche aber tatsächlich hier auch immer nur 1, genauso wie ein Palmwedel. Das heißt, ein so ein kleines Teil hier, diese Blättchen, haben den gleichen Wert wie ein kompletter Palmwedelzweig. Und deswegen ist es eigentlich geschickter, die hier zu sammeln ohne Ende, weil die kann man halt einfach besser bunkern. Und in größeren Mengen bunkern. Ne? Nicht schlecht eigentlich, gell? So, den Schlafsack, den parken wir jetzt hier. So, zum Speichern. Können wir gleich mal machen. So. Ach, da hätte ich ja noch Holz gehabt, ich dip. Brauche ja gar nicht. Na ja, gut. Okay, wir haben noch mehr zum Craften. Wir wollen ja im Level weiter vorankommen. Und zwar Loom brauchen wir 4 Seile, 6 Holz. 1, 2, 3, 4. Loom. Zack. Den stellen wir jetzt daher direkt daneben. Weil dann kann ich jetzt auch Stoff produzieren. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, was brauche ich denn, um Stoff zu produzieren? Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich glaube, das geht hier. Ah ja, genau, da brauche ich auch 4 von diesem Blättchen-Gedöns-Zeug. Ist jetzt nicht so dringend notwendig, weil ich habe ja hier noch genug, also alles fein. Was sagt denn unser Sonnenschutzfaktor? Nee, ist im Moment keiner. Aber es geht, es hält sich im Ganzen. Vielleicht geht da mal eine Wolke vor die Sonne. Nee, auch nicht. Naja. Gut, was können wir denn noch craften? Jetzt schauen wir mal her, was wir da noch haben. Also die Plankstation könnte ich schon bauen, da brauche ich aber noch ein bisschen Werkzeug dazu. Den Hobo Stove brauche ich im Moment nicht. Ich habe ja den Smoker. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir uns das Werkzeug zusammensammeln für eine Plankstation. Das heißt, einen Holzhammer. Habe ich natürlich hier nicht. Was brauchen wir für einen Holzhammer? Holzhammer, Holzhammer. 2 Steine, ein Stückchen Holz und ein Seil. Ein Seil. Wie viele Steine war das? Bin ich jetzt doof? Ach, mein Hirn, das Sieb. So, 2 Steine braucht man. Ja, falsche Taste. So. Da ist der Holzhammer. Den brauchen wir. Plump. Da haben wir den schon mal. So, dann brauchen wir, glaube ich, die Refined Axe, wenn mich nicht alles täuscht. Können wir die schon bauen? Ja, die können wir bauen. Das ist sehr gut. Wir brauchen eine normale Axt. Wir brauchen noch ein Stone Tool und ein Leder. Das ist sehr gut. Wir brauchen noch ein Stone Tool. Das habe ich doch hier rumliegen gehabt irgendwo. Das sind die anderen Hammer. Da ist es. Da ist das Stone Tool. Und was war das noch? Das Leder. Ein Leder. Ah ja, Hammer. Refined Axe. Da ist es. Tada! Dann haben wir also die. Davon muss ich mir noch mehr bauen. Unbedingt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier noch genug finden werde. Okay, was brauchen wir denn dafür noch? Dann brauchen wir nur noch Material, ne? 4 Holz, ein Log und ein Seil. Dann nehmen wir das doch gleich. Warte mal, lagen da hinten nicht noch Logs rum? Ja, da hinten liegen noch welche. Aber ist egal. Das geht schnell. So. Ach, Seil fehlt noch. Na?
da ist die Plankstation. So, wo tue ich die Plankstation hin? Mitten rein. Gut. Okay. Plankstation. Wie schaut's denn aus mit dem Craftsmanship? Fehlt noch ein bisschen was. Also, ich muss weiter craften. Hilft ja nichts. Ah, wir können sogar schon die Lehmbrennerei, also den Lehmofen machen. Aber da brauchen wir erstmal Lehm für, ne? Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es auf dieser Insel, wo es auf dieser Insel Lehm gibt. Aber ich glaube im Wasser, wenn mich nicht täuscht. Das heißt, dann schnappe ich mir erstmal eine Flasche. Vielleicht auch zwei, schadet nicht. Das Messer kann ich da lassen. Und die Spitzhacke nehme ich mal mit. So, jetzt suche ich mir mal den Lehm. Schon gefunden. Da haben wir noch ein Lehm. Irgendwo da ist der jetzt runtergefallen. Nein. Luft schnappen. Wo ist dieser blöde Lehmziegel jetzt hin? Dieser Lehmklumpen. Ach, das ist doch Mist. Da ist einer. Komm. Hat mich das jetzt Energie gekostet? Nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Warum geht denn das jetzt nicht? Also irgendwas stimmt da nicht. Das ist nicht so optimal. Wieso kann ich denn den Lehm jetzt nicht einsammeln? Doch, da ist er. Hallo. Lehm? Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich denn den... Das gibt es doch nicht. Wieso kann ich den jetzt nicht einsammeln? Ich kann den nicht einsammeln, schaut das an. Doch. Doch, jetzt ging's. Okay. Irgendwie hat sich die Steuerung bei diesem Lehmziegel, bei diesem Lehmabbau leicht verschlechtert, würde ich jetzt mal sagen. So ein bisschen, ne? Wieder fest. So, ich glaube, ich habe jetzt 6 Stück. Oh, ich habe sogar mehr. Und hier unten liegt auch noch irgendwo einer rum, von dem ich nicht weiß. Hier, da liegt er. Und ich kann ihn nicht einsammeln. Das ist, was ist denn da los? Wieso kann ich den denn nicht einsammeln? Ich verstehe es nicht. Bisschen schwierig ist das schon. Da ist einer. Ich kann den nicht einsammeln. Ich verstehe es nicht. Naja. Wow. Der ist quälig. So, jetzt langt's mir. Ich hau ab. Huiuiui. Gut, 3 Holz brauchen wir, dann 6 Lehm. 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Und was war das noch? Ein Seil oder so, ne? Brauchen wir 2 Seile. So. So. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja. Okay. Wo tun wir den hin? Hier schön in die Mitte, würde ich sagen. So. Tada! Der niemals ausgehende Ofen. Das ist ganz toll, weil der immer brennt. Man muss nie Holz nachladen oder so. Er brennt ununterbrochen.
Für immer und ewig. Sensationell. Das bedeutet aber auch, wenn ich den hier stehen habe, brauche ich hier nicht unbedingt diese Laterne. Die spare ich mir dann schon mal. Weil der ja genug Licht bringt nachts. Okay. Das reicht aber nicht. Die Brickstation brauche ich natürlich auch, weil nur den Lehm alleine, das reicht noch nicht. Also ich kann hier, glaube ich, nicht viel mit anfangen. 4, 5. Damit kann ich nicht viel machen, nein. Das alleine genügt nicht. Ich brauche die Brickstation. So, jetzt tun wir den mal ein bisschen weiter weg. Okay, was können wir denn noch bauen? Was haben wir noch im Programm? Erstmal nichts weiter, ne? Was kann man denn machen? Was kann man denn machen? Vielleicht können wir hier schon ein Fundament bauen vom für ein Floß. Das geht im Moment nur mit den Reifen. Ich möchte eigentlich warten, bis ich das hier bauen kann mit den Fässern, weil Fässer liegen hier genug rum. Hier sind schon mal drei. Hier stehen welche, da stehen welche, hier. Also das müsste eigentlich für ein 3... Oh, da hinten sind noch mehr. Das müsste für ein 3x3 Ding eigentlich reichen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sind schon mal da. Vielleicht gibt es da noch mehr. Jawohl, 7. 8. Einer fehlt noch. Finden wir bestimmt. Finden wir bestimmt. Boah. Wird schon auftauchen. Ah, die Insel da hinten, die reizt mich schon sehr. Da möchte ich möglichst zügig hin. Hier sind dann noch Wracks. Allerdings möchte ich die erst anfahren, wenn ich einen Floß habe. Da hinten gibt es noch eine große Insel. Ah ja, da gibt es noch so einiges, was ich mir anschauen muss. Oh, hier ist das Wasser aufgefüllt. Sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich, ich glaube, ich habe drei volle Flaschen, wenn mich alles täuscht. Und genau, 5 Servings, passt. Dann essen wir erstmal was. Wie schaut's aus? Sehr gut, schaut's aus. Wunderbar. Ja. Was ich natürlich auch machen könnte, ich könnte meine Hunting Skills mal entwickeln. Da habe ich nämlich noch gar nichts. Aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich ein Hai irgendwie mal erlegen. Aber solange ich keinen Hai finde und sie hier rumschwimmen sehe, bringt das natürlich alles nichts. Nun gut. Ich habe eine coole Idee. Ich baue mir einen Steg bis zu dem Fort hier drüben. Dann kann ich trockenen Fußes darüber wandern. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist natürlich blöd, weil es gerade Nacht wird und ich überhaupt nichts sehen kann. Aber vielleicht nehme ich mir einfach mal so eine komische Lampe mit. Ich habe schon mal Material eingesammelt. Ich habe ja genug von diesen Planken. Dann kann ich das auch nutzen. So. Ist halt die Frage, wie weit kann ich das überhaupt nutzen? Ah ja, okay. Das wäre... Die steht leider nicht perfekt gerade. Das heißt, ich müsste eigentlich irgendwie hier von der Seite aus anfangen. Weil wenn ich hier schräg rüber gehe, dann lande ich auch hier schräg. Das wäre nicht so schön. Aber ich kann ja mal versuchen, wie das hier aussieht. Ob ich das hier bauen kann. Warte. Ah, nein, nein, nein. Das ist völlig falsch. Building brauche ich. Eine Plank Foundation. Huh? Nein, ich kann nicht so weit bauen. Ich kann nur bis hierhin bauen. Tja, das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Ja, aber trotzdem, ich baue hier mal einen Steg hin. Der fängt dann hier so an. Ja, dann gehe ich trotzdem mal in die Richtung, ne? Welche Höhe nehmen wir? Ja, sowas in dem Dreh, ja? Okay, wie baue ich den? So, dann baue ich den. Richtung passt. Okay. So. Ich habe ja genug Material. Kann ich auch alles bauen. So. Das ist fast ein bisschen hoch sogar jetzt.
Das könnte hinhauen. Habe ich noch mehr Material? Aber das reicht nicht. Dann sammle ich das alles mal ein. 1, 2, 3. Das ist vor allen Dingen, ich habe davon ja nichts selbst hergestellt von diesen Planken. Die sind ja alle, die lagen ja hier alle nur rum. Das heißt, ich habe noch keinen einzigen Baum dafür fällen müssen. Na gut, ich baue erstmal. Okay. Weiter geht's. Dann müssen wir mal gucken. Also, jetzt müsste eigentlich jeden Moment mein Craftsmanship-Level steigen. Das ist ja das Ziel. Na, das ist Physical. Okay, das heißt, ja, ist Physical. Reicht noch nicht. Das muss doch zu schaffen sein, sag mal. Yay, Craftsmanship. Und? Level 4. Sehr gut. Jetzt kann ich meine Brick Foundations bauen. Sehr, sehr praktisch. Das reicht noch für eine. Eine geht noch. Nein, oder? Geht sie noch? Komm schon, funktioniert das noch oder nicht? Ja, das ist glitchy, aber es geht. Ja, es funktioniert. Hat geklappt. Na, ich bin schon ziemlich dicht dran. Aber es reicht nicht. Ich brauche noch eine Plank mehr. Na gut. Jetzt ist erstmal Schlafen angesagt. Wo ist denn meine... Da ist. Okay. Okay. Jetzt mal kurz ins Update. Also bis hierhin bin ich mit den Brettern soweit gekommen. Hier konnte ich definitiv nicht mehr hinbauen. Auch mit diesem Glitch nicht. Weil er hier meckert, ja, too close to another structure. Also das heißt, irgendwas ist ihm da im Weg oder es ist ihm nicht recht. Oder es gibt einfach eine Limitierung, wie weit man ins Meer hinausbauen kann. Keine Ahnung, vielleicht liegt auch irgendwas im Weg. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, hier eine Treppe hinzubauen. Damit ich auch da raus kann, weil so komme ich nicht auf den... auf den Steg drauf. Das klappt nicht. Deswegen hier die Leiter. Was schwimmt denn da rum? Das ist ein Thunfisch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt ist er wieder weg. Aber einen Hai habe ich leider immer noch nicht gesehen. Komische Sache. Nun gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen lustigen Steg, aber leider reicht es nicht bis zum Vor. Ich komme da auch nur rein, wenn ich von unten reinschwimme und von reintauche. Aber das ist nicht so wild. Warte mal, das ist doch ein... War das ein Hai? Ach nee, das ist ein Marlin. Den kann ich aber, glaube ich, nicht erlegen, wenn mich nicht alles täuscht. Na gut, nicht so wild. Gut. Nachdem ich ja jetzt mit den Bricks hier was anfangen kann, kann ich ja jetzt auch die Foundations bauen. Also jetzt kann ich wirklich die mit den Lehmziegeln arbeiten. Ich will das mal kurz checken. Ach nein, die Lehmziegel gehen noch nicht. Level 5. Oh. Aber dafür kann ich mit diesem mit dem Wellblech schon was anfangen. Hm. Ach Mist, ich hatte gehofft, das würde schon gehen. Nee, okay, Level 5 von mir aus. Dann müssen wir halt weiter craften. Uns fehlt auch noch, wenn mich nicht alles täuscht, ja, uns fehlt noch die Brickstation. Genau, 3 Planken, 3 Lehm. Habe ich noch 3 Lehm hier rumflacken oder habe ich das jetzt alles verbraucht? Ich glaube, die habe ich alle verbraucht, oder? Nee, hier liegen sie rum. 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Naja gut, dann gibt es zumindest nochmal einen Ziegel. Aber ich brauche noch Planke. Da nehme ich den hier. 1. Und jetzt muss ich mir noch ein bisschen von da drüben holen. Von den Loks. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Es ist interessant, wie viele Baumstämme man auf einmal tragen kann. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich so stark bin. Also, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war's. Mhm. Und da haben wir einen schönen Stapel Holzbretter. Wie viel waren es? 3, ne? 3 brauche ich. Für das Dingens brauche ich 3 solche Teile. Okay. 1, 2, 3. Und da ist unsere Brick Station, die ich einfach mal hier vorne hinsetzen möchte. Direkt davor. So. Wunderbar. Jetzt habe ich noch 2 Lehm. Die kann ich ja, glaube ich, gleich verarbeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Wie viel Lehmziegel, oh nee, jetzt, wenn ich jetzt wüsste. Ah ja, Lehmziegel da. 2 Lehm. Na, passt doch, ist doch alles da. Komm, stell dich nicht so an. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Ich habe den Ofen, ich habe alles, was ich brauche. Ach so, es geht erst ab Level 5. Ach, ich drehe durch. Ich kann keine Lehmziegel produzieren, aber zumindest schon mal das Werkzeug dazu. Total geil. Aber vielleicht hat sich ja was ergeben, was wir jetzt bauen können. Wir können die Refined Spears machen. Wir können die Picks machen als Werkzeug. Wir können Pfeile machen. Und Spear Gun Arrow kann ich noch nicht machen. Das ist Level 5. Aber da brauche ich ganz schön viel Material. Die normalen Pfeile auch. Da brauche ich halt die Stone Tools ohne Ende. Dann kann ich einen Bogen, Pfeil und Bogen basteln. Oh ja, jetzt weiß ich, was wir machen. Wir bauen uns die Felder für die Kartoffeln. Weil wir brauchen ja irgendwann Treibstoff. Da stellt sich die Frage, wo werde ich die hinstellen? Wäre natürlich nicht schlecht, wenn es in der Nähe vom Wasser wäre. Das heißt, ich müsste mir eigentlich die Reihe hier schön aufräumen und die Steine wegkruscheln. Dann könnte ich hier... Ich muss ja 4 Felder nebeneinander bauen. Weil 4 Felder brauche ich. Gut. Dann würde ich sagen, das räume ich jetzt erstmal beiseite. Gut. So sieht das jetzt aus. Alles einmal ausgelagert und umgeräumt. Jetzt kann ich mir ein Stone Tool, Holz und Seil. Und schon habe ich meine Gartenhacke. Material habe ich mir schon geholt. Das heißt, ich kann mir jetzt meine... Ach, guck mal, ich kann sogar halb in den Felsen reinbauen. Das ist ja cool. Ich glaube, das mache ich. Spare ich mir einen Haufen Platz. Ja, das ist geil. Ja, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn ich mir da ein bisschen Platz spare. Ja, das ist jetzt nicht das Schlechteste, die schlechteste Idee, sage ich jetzt mal. Oder? Wenn man sich damit ein bisschen Platz sparen kann, warum nicht? Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde es okay. So, jetzt müssen wir noch die Fässer weg. Weg mit dem Fass. Und den vierten Farming-Plot kommt hier noch hin. So, einwandfrei. Jetzt brauche ich nur noch die Kartoffeln. Und wenn mich nicht alles täuscht, liegen die hier auch irgendwo rum. So, den brauche ich jetzt nicht mehr. Wo gibt es hier die Kartoffeln? Da sind die Kartoffeln, siehst du? 1, 2, 3, 4. Das Beste ist, 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich sie nur noch wässern. 1, 2, 3, 1, 2, leer. So, 1, 2, 3. 1, 2, nein, nur 1. Auch leer. Und dann noch ein. So. Nehme ich selber noch einen Schluck. Passt. Noch einen Schluck. Passt. Und jetzt ist das, glaube ich, auch. Ah, es ist noch einer drin. Gut, dann müssen wir die gleich wieder aktivieren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Okay.
Jetzt können die erstmal wachsen und gedeihen. Das dauert ein paar Tage. Bis dahin habe ich hoffentlich mein Craftsmanship so weit, weit entwickelt, dass ich eine Fuel Still bauen kann, um dann den Treibstoff schon mal zu produzieren. Super wichtig. Was ich noch nicht habe, tatsächlich, ist ein Kanister. Der fehlt mir noch. Da sollte ich schleunigst schauen, dass ich die Wracks weiter abtauche. Und das würde ich jetzt erst einmal machen in aller Ruhe. Und dann schauen wir einfach mal, was da so drin ist. Das berichte ich euch dann im nächsten Video. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, wenn ihr mögt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.